Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Ja, hier ist Hacke dich, unser Name ist Programm. Wer bist du denn? Ja, Natascha, Frau bist du das? Zuleck hier. Natascha? Frau Zuleck hier, können Sie Deutsch? Ich kann Deutsch, ja. Sehr gut Ja, sogar. super, freut mich. Sie haben eine Anmeldung gemacht in unserer Plattform, tmglobals.com. Ja, genau. Ich wollte Ja. mal gucken, ich möchte gerne im Internet Gerne Geld verdienen. investieren. Ich brauche Geld, Ja, ganz dringend. super. Klingt super. So, Finde haben ich Sie schon nicht. Erfahrung oder möchten Sie eine Information darüber? Nee, das ist jetzt das erste Mal und ich möchte gerne wissen, wie das funktioniert. Ja, gut. So, in unserer Plattform wie tmglobals.com, wir arbeiten mit Robotern, mit künstlicher Intelligenz. Das bedeutet, der Roboter hilft unseren Kunden, Geld zu verdienen, Geld zu investieren. Und wenn Sie das entscheiden, zusammenzuarbeiten, ich mache einen Termin mit der Experte für Sie und er Ja. erklärt Sie weiter, welcher ist der beste Markt, um Rohstoffe zu investieren, um heutzutage. Ja, was hat das für ein Das Profit? bedeutet, Sie müssen gar nichts machen. Der Roboter verdient Geld für Sie und Sie erhalten das 70% und Firma erhaltet 30% von Ihrem Gewinn. Also viel Geld kann man verdienen bei euch. Ja, Das hört sich gut an. 70% habe ich gesagt. Ja, 70%. Also im Monat Ja, oder was? das sagt der Experte. Wer sagt das? Der Experte. Und kann man dem glauben oder eher nicht so? Aber klar, unsere Plattform ist schon verifiziert, Von wem denn? geprüft, erkannt. Ja, haben Sie schon unsere Plattform gesehen oder noch nicht? Ich habe es mir angeguckt, aber ich habe es nicht so ganz verstanden. Ja, was haben Sie nicht Und verstanden? ja, wie das alles funktioniert und was, wie viel Geld man da verdient und so. Ja, so. Müssen Sie mit 250 anfangen? Ja, das weiß ich ja noch nicht. Das kommt ja darauf an, wie viel sie anbieten da in der Bruchbude. Ja, so. Dann mache ich einen Bonus für Sie über 250, so haben Sie im Total 500 und können Sie Geil. das investieren. Ja, Aber du bist das ein ist halt ein richtiges Ziel. Zuckerstück, Natascha. Dankeschön. Ja, hallo. Ja. So haben Sie Interesse? Ich möchte Geld verdienen, ja. Ja, super. Habe ich einen Bonus für Sie gemacht, Dankeschön. 250 €. Und müssen Sie 250 investieren, ein Konto zu eröffnen, und dann haben Sie insgesamt 500 und können Sie mit 500 anfangen. Natascha, kannst du mal die Musik ausmachen? Das ist voll laut im Hintergrund. Na. So, haben Sie WhatsApp? Was habe ich? Hallo? Haben Sie WhatsApp? Nee, ich möchte telefonieren. Ja, wie? Aber ich schreibe eine Nachricht per E-Mail. Ja, dann schreib mir eine E-Mail. Mach mal die Musik bitte aus, ich verstehe dich nicht. Ich habe keine Musik hier, mein Herr. Sie, ah. Ach, dann ist das der andere Knallkopf, den wir hier reingeholt haben. Herr Hackett, mit wem reden Sie? Mit mir oder mit einer? Ich rede mit meinem Mitbewohner, Nur Sultan Tuyakbay. Der ist auch hier. Ja, gut, verstehe Weil ich. er möchte auch Geld verdienen. Wir wollen das zusammen machen. Dann ist ganz gut. Aber Ja, das Bonus ist also habe ich so. nur für Sie gemacht. Ja, wir machen das ja auch zusammen, Alter. Darf ich fragen, wie alt sind Sie und was machen Sie Ich beruflich? bin 43, ich bin Kapitän zur See. 43. Ganz jung, oder? Wie alt bist du denn, Natascha? 30 Jahre alt. Was? Du hörst dich ja wie 60. Ja, das ist einfach so. 30 Jahre alt. Nicht 16.
Naja, das wäre ja auch illegal. Also, so Scheiß mache ich ja na, nicht. Na, ich bin 30, nicht 16. Ach so, ja, das ist super. 30. Ja, 30. Ich hab's verstanden. Super, ja, danke. Ja, allein mal applaudieren. Ja, ich schicke ein E-Mail. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Kapitän zur See. Kapitän? Ja, ich fahr die großen Pötte. Super, mag ich, Kapitän. Einmal nach Hamburg und zurück. Ja, das ist einfach so. Ich mag so Kapitäne, habe ich gesagt. Warum magst du Kapitäne? Weil die sind hübsch. Ich bin reich. Ich bin die letzte versoffene Ratte, Alter. Ich bin alles, aber nicht hübsch, Alter. Ich hab den internationalen Rattenjungen-Contest 6-mal gewonnen, Alter. Das ist einfach so. Ja, auch gut. Findest du? Ja. Naja, Moment. Das ist ja Geschmackssache, ne? Aber ey, ist einfach so. So, ich schick. Du bist schick, Moment, das hoffe ich. Nein, ich bin in meinem Computer. Ich schicke ein E-Mail. Was machst du denn im Computer drin, Alter? Wenn du da stecken bleibst, dann ist aber Polen offen, ey. Das ist einfach so. Komm da raus, Alter, Natascha. Ja, Natascha. Ich heiße Frau Zulek, nicht Natascha. Ja, wie heißt du denn mit Vornamen, Natascha? Vorname Lara. Lara Natascha Zulek. Alter, das ist ein geiler Name. Alter, Lara Zulek, nicht Natascha. Ich sag zu allen Frauen Natascha, hast du da ein Problem damit? Ja, nee, alles gut. Ja, siehst du? Ja, das ist einfach so. Ja. Mhm. So. Was wollen wir beiden Hübschen denn jetzt veranstalten zusammen? Geld zu verdienen. Ja, ich weiß, das machen wir ja auf jeden Fall, aber ich meine eigentlich eher hinterher. Also verstehst du, was ich meine? Ja, was meinst du? Ich bin ja der Maschinenbock, Alter. Maschinenbock? Ja, Mann. Das klingt super. Das ist auch richtig super. Aber ich auch. Du bist auch eine Maschine? Ja. Wo, was denn für eine Maschine? Ein gutes Maschine. So, mein Herr, ich habe dir eine Information geschickt. Ja, du bist die Beste einfach. Ja, per E-Mail. Müssen Sie 250 überweisen und mache ich sofort einen Bonus? Das kostet aber haben viel. Sie Gesamt. Ist das für eine Stunde 250 oder? Nee, ist für 10 Jahre. Für das ganze Leben. Da hast du aber eine schlechte Stundenrate, Alter. Das ist einfach so. Nein, ist nicht teuer. Ja doch, das ist fürs ganze Leben ist, Alter. Da verdienst du doch ja, kein Geld, für Mann. 10 Jahre. Kleinvieh macht auch Mist, hat meine Ex immer gesagt. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund meinte sie was mir hat sie gesagt? Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Als ich zu ihr gesagt habe, ich bin froh, dass sie keinen Einfuhrzoll erhebt. Das ist einfach so. Da wäre ich pleite. Oder sagt sie, nee, Kleinvieh macht aber auch Mist. Alter, das ist einfach so. Ja. So eine alte Drecksau. So, machen wir das zusammen. Ich habe den ja, IBAN geschickt. Ich hole ihn raus, Alter. Wir können das zusammen machen. Ja, aber müssen Sie jetzt machen? Haben Sie Online-Banking? Ja, klar. Super. So, müssen Sie 250 überweisen. Und dann mache ich einen Bonus. Also, du bist 250. Die Beste. Natascha, du bist die Allerbeste. Ja, Natascha immer ist die Beste. Und haben Sie insgesamt 500. Kannst du auch Russisch, Natascha? Was ist das? Russisch sprechen. Russisch? Nein, kann ich nur Spanisch. Nur Spanisch? Ja, das kann ich. Ja. Ich hab hier eine Sangria-Flasche, ne? Die ist aus meinem Lieblings-Pennymarkt. Darauf ist ja, eine spanische Torero-Tänzerin. Die kommen aus Spanien. Das liegt neben Portugal. Alter, das ist einfach so. Gut. Gut. Ja, also, aber ganz, bist du aus Spanien? Ich komme aus Peru. Aus Peru, Alter. Ja, guck mal, dann bist du, weil meine Vorfahren sind Inka und Azteken, Alter. Dann haben wir ja gleichermaßen gelitten unter den Spaniern. Alter, das ist einfach diese Böcke, Alter. Die haben unsere ganzen Länder platt gemacht. Ja, das ist einfach so. So, was haben Sie gesagt? Sie kommt aus Peru auch, oder? Nein.
aus, also heute Mexiko, aber es sind ja Maya und Azteken, Alter. Das ist einfach so. Verstehst du das? Natascha. Unsere Damen sind ganz hübsch. Ja, sind die hübsch? Ist Peru ist doch, wo die Frauen Hüte tragen, oder bin ich da falsch? Ein bisschen, nur ein bisschen. Ein bisschen falsch oder nur ein bisschen Hüte? Ein bisschen Nöte. Ja, das ist, hast du auch so einen schicken Hut? Was war das? Ob du auch so einen tollen peruanischen Hut hast, Alter, das ist einfach so. Ja, ganz sexy. Also ich bin ich in Kalkutta gewesen, in Indien. Und da hatten die eine... Ich bin Kapitän, Alter. Ich habe ein Schiff dahin gefahren. Ja. Und da hatten wir eine gigantische Meerschweinchenplage. Alle die Viecher, die waren, egal wo du hingetreten bist, da waren überall Meerschweinchen. Und dann kam der Gouverneur auf die großartige Idee, die haben dann alle Flugzeuge, die sie irgendwo hatten, die haben sie zusammen und dann haben die ganz viele peruanische Panflötenbands eingeflogen, Alter. Und die Musik hat die Meerschweinchen einfach vertrieben, Mann. Das ist einfach so. Ja, die klingt crazy. Ja, das ist einfach so. Aber es hat funktioniert. Ja, gut. Es hat wirklich geklappt. Und jetzt haben Sie ein Mädchen oder eine Frau oder... Ich habe mehrere Frauen, Alter. Ich will mich nicht binden. Das ist einfach so. Mehr als eine. Ja, aber dich würde ich sofort heiraten, Natascha. Du bist eine Gottheit. Aber sind Sie Single jetzt? Nee, ich bin Kapitän. Single, habe ich gefragt. Ach so, ja klar. Ich will mich nicht binden, aber gut. Bei dir würde ich eine Ausnahme machen. Ja, und sind Sie 36, Sie haben gesagt. Oder? Ja, genau. Genau. 36. Ja, klar. Noch jung. Ich bin noch richtig jung. Aber nicht mehr jungfräulich, Alter. Machen Sie Sport, oder? Ja, klar. Ich will freischwimmen, Alter. Das ist einfach so. Gut, gut, gut. Das finde ich auch. Mag ich so. Ja. Du bist ein gutes Mädchen. Ja, ich weiß. Jeder sagt das. Ja, dann hat dich jeder, dann hat dich jeder nicht angelogen, Mann. Das ist einfach so. Wie heißt du Natascha, wie heißt du bei Instagram, Alter? Das ist einfach so. Lara Zulek. Warte, ich mach Insta mal eben auf. Muss ich wieder mal angucken. Ja, aber ich hab ihre Telefonnummer, ich hab ihre E-Mail, ich kann per WhatsApp schreiben, aber ich sehe, sie haben kein WhatsApp. Lara Zulek. Schreibt man das zusammen, oder was? Wie schreibt man Zulek? Kannst du das mal buchstabieren? Schatzi, buchstabier das mal bitte. Ja, mein Herr. Mein Instagram ist nicht Lara Zulek. Ich muss das schreiben per WhatsApp oder per E-Mail. Buchstabier mir das doch mal. Ich kann schreiben, Alter. Ich bin zur Matrosenschule gegangen, Alter. Das ist einfach so. Mein Schatz, ich mach das gleich. Aber ich habe eine E-Mail geschickt. Ja, müssen Sie das jetzt sehen, bitte? Meine Assistentin hat sie schon geschickt. Alter, wie redest du mit mir, Alter? Ich bin Seepferdchenmeister und ich habe den dritten Dan gemacht, Alter. Dafür, also ich kann dir nur für die Zukunft, wenn du mal den Pazifik überqueren solltest, kann ich dir nur einen Rat geben. Wenn du jemals einen Narwal reitest, dann pass auf das spitze Ende auf, das tut höllisch weh. Nein, machen wir das oder nicht? Ich habe den Data geschickt per E-Mail. Welche E-Mail? Ich habe ein Hallo geschickt bei hackedicht@web.de. Ja, muss ich erstmal aufmachen, weil Ziggy, der alte Bock, der hat die Adresse gemacht. Ich hoffe, der ist jetzt da, der alte Hund. Ich gebe dir gib dir mal eine andere E-Mail-Adresse, weil da habe ich das Passwort nicht mehr. Ah, eine andere E-Mail-Adresse. Ja, das ist einfach so. Kannst du aufschreiben? Okay. Ja, ich schreibe das. Ja, kann ich schon anfangen? Was anfangen? Ja, zu erzählen. Soll ich buchstabieren oder was? Ja, buchstabieren Sie bitte. Taube wie der Vogel. Also soll ich das Wort buchstabieren oder weißt du, was eine Taube ist?
Ja, weiß ich schon. Kleinen Moment. Ich muss das schreiben. Also das Wort Taube. Ja. Hast du das aufgeschrieben? Und was machen Sie heute? Telefonieren. Nur telefonieren? Ich habe nichts anderes vor. Ich habe gestern 3 Flaschen Wodka getrunken, Alter. Ah, ganz super. Ja, und also jetzt? Ich schreibe Ihre E-Mail-Adresse. Bitte buchstabieren Sie Ihre E-Mail-Adresse. Ja, T wie Traubensaft. Ja. A wie Anis Wodka. Ja. U wie Uludag. Ja. B wie belgische Pralinen. Oh, okay. Ja. Was? Taube und E wie Erotik. Alter, das ist einfach so. Ich habe jetzt gerade alle Sachen aufgezählt, die du von mir kriegen kannst. Sie, vor allem belgische Pralinen, Alter. Können, das ist einfach können so. Sie jetzt, ja, habe ich verstanden. Können Sie jetzt nur Ihre E-Mail sagen, ohne Buchstabieren? Ja, Taube und dann 2x die Zahl 8 at aol.com. Devoschka. Traube? Taube, wie der Vogel, Alter. Taube. Taube. Ja. Taube. Und? 88. 88. At aol.com. At aol.com. Ja, Mann, sag ich doch. Ja, machen wir zusammen. Ich schicke den IBAN. Wir können so einiges zusammen machen. Ich sag dir, kannst du mir ein Bild von dir schicken? Ja, das machen wir zusammen. So. Taube 88 at aol.com. AOL, nicht UL. AUL. Oh, wie Otto. Oh, Otto. Ja, da hat mir ja mein Anwalt hoch. Was soll ich machen mit dir? Ja, kleinen Moment, ich komme nicht aus Deutschland. Ich komme aus Peru, mein Schatz. Ja, ich weiß doch, Darling. Ja. So. O, U, L. A. Anton Otto Leguan. Ja, habe ich verstanden. Anton Lego. Nein, Anton Otto Leguan. Lego an. Okay, .com. .com, Alter, das ist einfach so. Ja, super. Ja, ich schicke ein E-Mail. Nein, klein. So, ich schicke den E-Mail, meine Assistentin macht das jetzt. Ja, du bist ja echt ein heißes Bäckchen, Alter. Was bin ich? Ein heißes Bäckchen. Heißes? Ja, Mann. Und? Bäckchen. Und was ist das? Wie Ziegenbock, Alter. Ziege. Ja. Ja, magst du Ziegen? Ich weiß. Kannst du Geräusche wie eine Ziege machen für mich? Ja, kann ich. Mach mal ich bäh. Kann alles machen. Los, mach mal bäh. Aber was ist das denn? Mein Gott. Ja, das war eine Ziege. Also du sollst Ziegengeräusche machen. Eine Ziege, aber nicht wie eine Ziege. Wie eine sexy Frau, nicht wie eine Ziege. Achso, ja, dann mach mal wie eine sexy Frau, Alter. Das höre ich mir auch gerne an. Das mach ich. Ja, los. Ja, das mache ich jetzt. Ja, ich warte. Oh. Los. Ja, habe ich gesagt. Mein Schatz. Na, das klingt ziemlich verzweifelt, Alter. Te hablo en español. Nix español. Señora kann ich. Buenas noches, das kann ich auch noch. ¿Por qué no te entiendas nada? Ich habe ein Wort auf Spanisch gelernt, puta madre, aber das sagt man nicht zu einer Frau. Puta madre, puta madre. Muy bien, me gusta. Ah, das gefällt dir, ne? Me gusta, das weiß ich auch, das gefällt dir. Sí, gefällt mir. Sí, 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 ay, ay, ay. Sí, sí. Ahora, papi chulo, te ves, kannst du den E-Mail schauen? Ich habe den IBAN geschickt. Ja, ich schau für dich in die tiefsten Abgründe, Alter, das ist einfach so. Und die sind in deinen Augen und in deinem Herzen. Meine Assistentin hat das geschickt. Wie heißt deine Assistentin? Frau Hoffmann heißt sie. Alter, dann kommt die nicht aus Peru, dann interessiert die mich nicht, Alter. Nein, sie ist deutsch. Bäh.
Kam kurz der Dimitri durch, Alter, das ist einfach so. Kannst du Russisch, Natascha? Russisch kann ich nicht, mein Schatz. Magst du russische Frau oder was? Nein, aber ich mag die Sprache, Alter. Die Sprache kann ich nicht, weiß ich nur Spasiba. Spasiba, da. Spasiba, ja. Конечно. Aber ich habe keine E-Mail gekriegt von dir, Alter, das ist einfach so. Warum nicht? Weiß ich nicht, vielleicht hast du es falsch geschrieben. Kannst du, nochmal gucken? Ja, ist nichts da. Mein Schatz, aber kannst du WhatsApp Nee, hab ich aufladen? Nicht. Brauche ich nicht. Hallo, meine Liebe. Ich muss auch per WhatsApp schreiben. Du kannst mir per Telegram schreiben, Alter. Per Telegram? Habe ich kein Telegram. Ja, siehst WhatsApp. Du, und ich habe kein WhatsApp. Sag mir mal deine E-Mail-Adresse, dann schreibe ich dir eine E-Mail. Ja, ich muss das machen. Ja, buchstabier mal deine E-Mail-Adresse. Los, Darling, mach schon. Komm. Ja, so, mein Schatz, ja, ich sag das. Kleinen Moment. Lara Zulek. Wie schreibt man Zulek? Lara. Ja. Lara. Lala oder Lara? Was willst du machen, Mann? Lara, meine Liebe. Puta madre. Lara. Buchstabier mal. L-A-R-A. Dann Lara, ja, Gott. Dabei. Ja. Dabei. Zulek. Ja, wie schreibt man Zulek? Z-U-L. Wie die Ziege. Was? Zwei Jumat, Pideras. Du musst doch deine E-Mail-Adresse schreiben können, oder was? Ja. Ja, du schnappst Zulek, mit zwei E. Ja, Ziege schreibt man auch nicht mit zwei E, Alter. Bei uns nee. In Indien, der Ziege ist sehr heilige Tiere. Jetzt buchstabier so, doch mal. Ja, mein Schatz, ich hab doch gesagt. L-A-R-A. Z-U-L-E-E. Aha. Ja. Und dann? Und ich hab ein Hallo geschickt. Ja, dann, Kleinen Moment. Komm, du musst doch deine E-Mail-Adresse wissen. Ich bin der Betrunkene. Ja, ich muss in meinen Computer schauen. Jetzt kriegt sie da schon wieder rein. Ey, du kriegst noch einen Stromschlag. Ich sag's dir. Elektroschocktherapie für Kriminelle, Alter. Wie? Punkt. Wenn Lara Zulek. Punkt. tmg@outlook.com. Was war das? Punkt. tmg? @outlook.com. Outlook.com hast du gehört. Deine private E-Mail-Adresse? Ja. Hast du verstanden, mein Schatz? Ja, larazulek.tmg@outlook.com. Aber du bist schlau. Ich habe dir jetzt eine E-Mail geschrieben. Mal gucken, ob deine auch angekommen ist. Nein, deine. Ja, da ist sie. Ja? Ja, guck mal. Sexy Lady hast du geschrieben. Das habe ich geschrieben, Alter. Ja, danke. Ja. Du bist auch ein sexy Mann. Ja, ist so. Weißt du, ich bin kasachischer Brunnenkämpfer. Du redest mit jemand ganz anderem inzwischen, aber ist egal, ne? Ja, ich habe eine Frage. Ja, erzähl. Der war schon. Ja. Ich habe eine Frage. Aha. Ja, frag doch. Oder musst du dir die Frage erst ausdenken? So, die Frage. Was? Kann ich auch mein Bild schicken per E-Mail? Darf ich das machen? Du kannst dein Bild schicken. Ich schicke dir dann auch eins. Ja? Was schickst du mir? Ein Bild von mir. Ein Bild von dir oder von... Was möchtest du denn haben? Nee, gar nichts. Mach ich nur Spaß. Wie nur Spaß? Ja. Du kannst nicht so mit meinen Gefühlen spielen. Jetzt sag mir, wie du bei Instagram heißt. Machen wir langsam. Nichts langsam. Wir müssen bei Instagram schreiben. Da kann ich dir alle möglichen Bilder schicken. Ja, kleinen Moment. Ach komm, das wird richtig sexy, Lady. Sexy Lady. Da. Ich bringe dir Russisch bei. Sollen wir machen?
Russisch. Kann ich nicht Russisch. Kann ich nur Spanisch. Ja, das ist egal. Du bringst mir Spanisch bei, ich bringe dir Russisch bei. Dann machen wir so internationale Bumsclub. Ja, das klingt super. Ich habe den E-Mail geschickt, mein Schatz. Du musst die Überweisung machen. Du bist ein Gott. Und dann, ja, wir reden per E-Mail dann. Wie, wir reden per E-Mail? Da kann ich, ich kann dich aber nicht mit Worten streicheln. Ich muss dich doch im Arm halten dafür. Ist einfach so. Langsam. Mr. Lava Lava, gib mir jetzt dein Instagram, sonst mache ich überhaupt keine Überweisung, ey. Das ist einfach so. Ja. Kontrollieren Sie jetzt Ihre E-Mail, bitte. Hör auf mich zu siezen, Alter. Wir kennen uns seit einer halben Stunde. Ja, mein Schatz, ich mach das, aber ich möchte per WhatsApp schreiben. Ich habe ich aber nicht. Das ist ja eine Bankleitzahl aus Frankreich, Alter. Was ist denn das? Ja, mein Boss kommt aus Frankreich. Aber was soll ich denn für einen Verwendungszweck reinschreiben? Deine Name. Mein Name? Oder soll ich... Ja. Weil du nimmst ja, du heißt ja dann auch bald so wie ich. Hacke dicht mit Nachnamen, ne? Nee. Ja, doch. Aber sie müssen... Weil wir wollen doch... Nachnamen schreiben. Wir wollen doch zusammen Siesta machen, Alter. Mach ich das. Aber erstmal, wir müssen gucken, was du verdienst mit deiner Investition. Ach da, du willst nur mein Geld? Bist du so ein Golddigger oder was? Nein, mein Schatz, bin ich nicht ein Golddigger. Doch, stimmt, bist du, nicht? Alter. Was? Warum tust du sowas mit mir? Nee, mach ich kein Spiele mit deinen Gefühlen. Aber ich schreibe per WhatsApp. Sie müssen den WhatsApp aufladen. Du schreibst mir jetzt bei Instagram, Alter. Da heiße ich Eulenliebhaber 44, Alter. Per WhatsApp mache ich das. Alter, du machst mich wütend, Natascha. Ich hab so gesagt. Mein Gott. Bitte. Per WhatsApp machen wir gerne. Nein, Alter. Es ist zu gefährlich, Alter. Weißt du, ich mache ja auch fürs Kartell noch Transporte, da kann ich kein WhatsApp benutzen, Alter. Ja, aber können Sie... Okay, dann mache ich ein Telegramm in mein Handy. Aber erstmal... Natascha, du musst dir bewusst sein, ne, wenn wir zusammen hier Bonnie und Clyde machen. Ich arbeite fürs Cartel del Golfo, Alter. Das kann gefährlich werden, das musst du wissen. Verstehe ich. Mein Schatzilein, machen wir den Überweisung... Das juckt sie einfach überhaupt nicht. Was? Ha? Ich habe gesagt, du merkst überhaupt nichts, aber das ist ja normal bei dir, oder? Was ist normal bei mir? Dass du es nicht merkst. Was merke ich nicht? Cutter the Golf, habe ich gesagt. Du tust so, als würden wir von Bowling Club reden. Ja, mein Schatz, machen wir das, aber erstmal, ich muss arbeiten. mein Chef ist ganz... Ja, sag deinem Chef, du redest gerade mit Cartel del Golfo und er findet einen Pferdekopf in seinem Bett, wenn er frech zu dir wird. Ich beschütze dich. Du bist doch meine Natascha. Gut, hast du gesagt. Ganz gut. Ist so. So, meine Liebe, ich muss arbeiten. Ja, wir arbeiten doch. Überweisung machen. Wir arbeiten doch. Ja, mein Schatz. Da war ich. Ja, wir arbeiten. Ja, jetzt gib mir dein Instagram, Alter. Ich schicke eine Nachricht per Telegram, aber jetzt kann ich nicht mein Handy benutzen. Sag mir doch jetzt einfach, wie du bei Instagram heißt, dann mache ich die Überweisung. Ich bin in meinem Computer jetzt. Ja, du kannst ja auch im Computer drinnen bleiben, weißt du, das ist ja dieses halbe Grad Unterschied beim Feuerbohren, ja, ob du im Computer drin Schatz, bist oder nicht. Machen wir so, um 16 Uhr habe ich Feierabend. Ach, du sag mir jetzt, wie du bei Instagram heißt, sonst mache ich keine Überweisung. Ich habe kein Instagram, mein Schatz. Ich kann nur einen Telegram hast mich aufladen. Ja? Machen wir das? Also, magst du die Hühnchenstellung gerne? Was ist das? Ne, du weißt schon so... Bak, 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 bak. Nee, das mache ich nicht. So zusammen machen, meine ich. Nee, wir können was anderes machen, nicht das. Was möchtest du denn machen? Das klingt lustig für mich. Ja, es ist doch... magst du keinen lustigen Menschen oder was? Magst du lieber weinen? Nee, mag ich. Nee, weinen mag ich nicht. Worauf stehst du denn so? Ja, weil...
Wir können was anderes machen, nicht lustige Sache. Was machst du denn gerne? Ein bisschen trinken. Ah, Sangria. Mache ich das gerne, ein bisschen trinken. Du bist so eine Partymaus, oder? Ja. Ja? Ein kleines sexy Partymaus. Wie groß bist du? 1,65 Meter. Oh, ist das süß, Alter. Ich nehme dich auf die Schultern und trage dich nach Hause, Blärt. Ja, Schatzilein. Ja, ist so. Ja, ich weiß. Jetzt. Alter, das wird eine richtig wilde Fahrt. Ich hoffe, du hast einen Sattel zu Hause. Schatzilein. Jetzt, wir haben versprochen. Über den 250 und habe ich einen Bonus für sie gemacht. Wir wollten das jetzt machen. Du bist die Beste. Da war ich sofort jetzt. Nein, ich weiß. Und kannst du mit Roboter Geld verdienen? Mit Roboter? Nein, ich will mit dir. Ich will keine Sexpuppe. Ich will mit dir machen. Ja, mit Roboter kannst du Geld verdienen und mit mir kannst du was anderes. Haha, was denn? So, geht über die Online-Händler, mein Schatz. Wenn du investierst, du willst dann nur mein Geld haben. Nein, mein Schatz, ich will nicht dein Geld. Ey, das ist und mein Schiffspatent auch, Alter. Da habe ich 7 Jahre lang für studiert an der Hans-Maulwurf-Universität für sinnlose Studien, Alter. Gut, mag ich so Menschen, die studieren. Du magst alles, was ich sage, ha? Huh? Ja, weil du lustig bist. Also ich dachte, du magst keine lustigen Menschen. Nein, mag ich. Aber mag ich gerne besser andere Sachen zu machen. Ja, ein bisschen trinken. Wie heißt du bei OnlyFans? Was? Hast du OnlyFans? Mein Schatz, habe ich kein OnlyFans. Warum das geht nicht? Über die Das geht über die Online-Handel, nicht für OnlyFans. Du, Online-Handel interessiert mich doch nicht. Wir reden doch über ganz andere Sachen. Ja, mein Schatz, aber kannst du Geld verdienen und dann, wir können zusammen reden. Ach, nur wenn... Ohne Geld? Du bist ja doch Golddigger, Alter. Ein bisschen, ein bisschen vielleicht. Machst du selber auch Trading? Ja, mach ich. Und, läuft nicht so gut oder warum brauchst du meine Kohle? Ich arbeite hier, Schatzelein. Aber weiß ich habe auch, $250 investiert. Ja? Und wie viel Geld hast du gewonnen? Wie viel habe ich gewonnen? Aha. Bis jetzt habe ich 750. Und wie lange? Ja, ist seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen? Aber habe ich nicht so viel Geld zu investieren. Ich bin arm, arme Frau. Oh, du armes Kind. Du bist so traurig. Das ist nicht gut. Soll ich für dich einen Teddybär kaufen? Nee, möchte ich nicht, kein Teddybär. Warum willst du meinen Teddybär nicht, Alter? Das ist voll die Misshandlung. Jetzt machen wir die Überweisung. Schatz, Teufel werden wir tun. Du verdienst Geld online. El Diabolo! Weiterarbeiten. Ich habe andere Kunden, die warten auf mich. Andere Kunden sind nicht wie ich. Was? Andere Kunden sind nicht wie ich. Ich bin El Diablo. Ja, ich weiß, du wärst el mejor, pero... Los, komm. Oh, Herr Hackedisch, du Lass musst... Mich zu sitzen, du Kretin. Du musst die Überweisung machen und dann nach dem 16 Uhr schreibe ich per Telegram, okay? Machst du sowieso nicht. Ich schwöre, mache ich das. Auf was schwörst du? Auf mein Leben. Auf dein Leben? Ja. Du bist ja sehr selbstbewusst. So, jetzt... Du musst den IBAN schicken. Den Ivan? Mit dem sprichst du doch schon. Ivan, ja, der Schreckliche. Mein Name ist Ivan. Ist nicht Ivan. Ich bin der Superheld, der niemals auf die Schnauze fällt. Mein Name ist Ivan. Ivan. Jens Hackedisch. Ivan ist mein Name. Alle Menschen kennen mich. Ja, ich weiß, weil du bist ein Kapitän, wegen das. Ich habe sogar schon in Niere geflogen, stell dir vor. So, jetzt Als das noch jemand kennt von früher. Jetzt musst du die Überweisung machen und kannst so viel Geld verdienen. Wie viel Mehr Geld? Als ich.
Dann machst du aber was falsch. Wenn ich mehr Geld verdiene als du, obwohl ich keine Ahnung habe, dann ist doch deine Firma ist kaputt, Schatzi, oder? Nein, Schatzi, unsere Firma ist geprüft, erkannt. Alle Deutschen, die investieren da, sind sehr zufrieden. Ja, kannst du mir Lizenz noch schicken? Ja, klar, kann ich alles schicken. Ja, schick mir doch. Ja, mach ich das gleich. Bleiben Sie in der Linie, bitte. In der Linie? Den Satz ja, mögt ihr auch gesagt. So verdammt gerne, ne? Was machen Sie gerne? Auf der Linie stehen. Ja, super, das mag ich gerne. Wenn die Männer machen, was ich will. Ja, das bist du fast gewohnt, ha? Klappt das beim Callcenter auch? Macht dein Chef auch, was du willst? Nee, mag ich ihn nicht. Warum magst du ihn nicht? Willst du bei mir arbeiten, auf dem Schiff? Was zu machen? Oh, pff. Massage. Massage. Was ist das für eine Massage? Eine gute. Mit Happy Ending? Ja, aber dann nur für mich. Nur für mich, nicht für andere Passagiere. Okay. Weil das geht, ja. Das geht ja nach Dienstgrad, verstehst du? Ja, verstehe ich. Nur für El Capitan. Ja, für El Capitan ja, aber für die anderen Passagiere nein. Nein, nur für El Capitan. Kannst du El Capitan zu mir sagen? Das ist jetzt mein neuer Spitzname. Und du bist Natascha. Natascha und El Capitan. Das ist doch hier. Sexy Kapitan, das ist auch gut. Ja. Arr. So, ich hab geschickt per E-Mail unser Zertifikat und unsere Plattformen. Und kannst du sehen, die ist schon verifiziert. Ja, du bist ein gutes Mädchen, Natascha. Ja, ich weiß, mein Schatz, aber jetzt musst du deine Sache machen. 250 €. Ich mache meine Sache, darauf kannst du dich richtig verlassen. Ja, aber ich habe 40 Minuten in der Linie und du hast gar nichts gemacht. Ich mag das nicht. Wie? Du hast doch gesagt, die 250 sind für 10 Jahre. Dann habe ich doch jetzt nur ein bisschen von meinem Guthaben ausgegeben. Ja, alles gut. Ja, also. Ja, und habe ich ein... Wenn du den Überweisung machst, ich mach den Bonus sofort auf dein Konto. Blöd. Das ist ja richtig cool. Ja, aber ich habe noch keine E-Mail bekommen. Schatzilein, du hast geschrieben Sexy Lady. Ja, aber du wolltest, ich habe IBAN habe ich bekommen, aber du wolltest Lizenz ja schicken. Ja, IBAN und der Zertifikat habe ich auch geschickt. Zertifikat ist nicht gekommen, kannst du nochmal schicken? Mein Schatzilein, per Link habe ich geschickt. Ja, kannst du per Post schicken? Nee, per Post kann ich nicht. Nur ein Spaß. Und ich weiß, du magst alles das. Alles gut. Ja, ich mag Spaß. Welchen Spaß magst du? Allem. Das ist gut. Soll ich dir einen Hühnerwitz erzählen? Wenn du machst die Überweisung, dann können wir was reden. Du bist wirklich ein richtiger Golddigger, Alter. Schatzilein, ich arbeite hier. Du musst das auch verstehen. Ja, ich lenke gerade ein Schiff. Ich habe wegen dir 3 Eisberge gerammt und 2 Eisbären. Ja, hast du gesehen, den E-Mail? Nee, du hast nichts geschickt. Kannst du nochmal schicken? Ja, ich habe geschickt, Schatzilein. Na, gutes Mädchen. Du darfst Daddy zu mir sagen. Ja, aber wenn du kein Geld hast, ich will mit dir nicht reden. Was heißt hier, wenn du kein Geld hast? Was bist du denn für eine? Ja, arme Kerl, mag ich nicht. Bitte, ich hab 600 Rubel und 400 indische Rupien. Mehr wird's nicht. Ja, mein Typ muss Geld haben. Ich hab viel Geld, ganz viele Münzen. Schatzilein, ich hab E-Mail geschickt, den Link. Verdammt unsere Plattform und unsere Zertifikat. Ich finde dich so toll, ich werde dir einen Teppich nähen aus dem Arsch von einem Stinktier. So gerne mag ich dich. Nee, können Sie bitte höflich sein? Ich bin immer höflich. Du hast mir nur deine Internetseite geschickt, das ist aber nicht Lizenz, ja. Und das ist auch nicht deine Internetseite, du hast... Lara Zulek, tmg@outlook.com, aber die Seite, die du mir jetzt geschrieben hast, ist TMG Global. Du musst mir von dieser Domain schreiben. Das ist unsere Plattform und das Zertifikat.
Ist das so? So, siehst du, ich habe das geschickt. Du bist ein gutes Mädchen. Ja, weiß ich, danke. Bitte schön. Muchas gracias. Ah, was sagt man dann als Antwort? Muchas gracias, de nada. Wie war das, de nada? Ja, kannst du sagen, de nada. Das bedeutet, bitte. De nada. So heißt ein Kumpel von mir, der kommt aus Türkei, der heißt de nada mit Vornamen. Ist komisch. Ja? Ja. Muss ich ihm sagen. Ganz komisch dann. Ganz komisch. Ist sein Name de nada. Ja, Schatzilein, machen wir die Überweisung jetzt? Ja, klar. Auch arbeiten, bitte. Wie lange geht das Ding denn jetzt? Schon 40 Minuten. Ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um dir zu sagen, dass ich dich die ganze Zeit veräppelt habe, oder? Ja, für mich ja? Ist auch gut, weil du bist nett, du bist lustig, aber mein Boss fragt mich über meine Arbeit. Ja, dann sag mal deinem Boss, er soll sich eine andere Arbeit suchen. Ja, ich sag ihm schon, ich habe einen Kapitän gefunden. Ja, sagst du, hast einen Kapitän gefunden. Aber warum, du bist so ein nettes Mädchen, warum bist du kriminell? Was meinst du? Warum bist du kriminell? Ich kenne das nicht. Ha, was? Ich weiß jetzt auch nicht, was kriminell auf Spanisch heißt. No lo sé, Ich google das mal eben. So, was sagt er denn? Warte denn. Du kriminell. Hast unsere Plattform, ja, habe ich verstanden. Du hast unsere Plattform, ist schon geprüft, verifiziert. Und ich muss neue Kunden machen. Ja, aber du willst doch, wenn du... Unsere Plattform ist erkannt. Aber wenn du das möchtest machen, okay, machen wir das. Aber wenn du spiele mit mir, möchte ich das nicht. Nein, ich will ja nicht spielen. Also zu mir, ja auch schon, aber... Sie sind schon 50 Minuten in der Linie und sie haben keine Überweisung gemacht. Und ich krieg Ärger für das. Eres una mujer criminal. Muchas gracias, tú también. War das gut? Ja, habe ich gesagt, du auch. Warte, ich muss gerade noch mal was anderes übersetzen, damit du es verstehst. Aber hast du kein Geld? Doch, ich habe viel Geld. Aber ich muss dir noch was sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Meine Zuhörer werden mich wahrscheinlich gleich alles schlachten. Acabas de ser transmitido en YouTube. Hast du das verstanden, Natascha? Nee, habe ich das nicht verstanden. Soll ich nochmal sagen? Ja, nochmal sagen. Acabas de ser transmitido en YouTube. Que. Da. Конечно. Криминал. Scambaiting. Kennst du? Ist nicht unsere Plattform. Warum nicht? Weil es nicht unsere... Es gibt viele Plattformen im Internet. Unsere, ich habe den Zertifikat geschickt, ist geprüft, er kann so... Estaba bromeando. Verstehst du es nicht, ne? Mir scheißegal auf die andere Plattform, was die machen. Ja, YouTube ist kriminell, ihr seid grundanständig, ich weiß. Ja, wir haben 4 Stelle von unserer Kunde. 4 Stelle. Ich begreife das nicht. Ey, du bist live auf YouTube. Livestream. Девушка, Natascha. Guten Abend. Die schnallt es nicht, ne? Spreche ich da mit einem Betrüger? Lara, amuna koem. Das ist aber nicht die Lara Croft, oder? Ich glaube nicht. Weil wieso? Ist ja direkt verstoßen bei uns in den Alpen. Wala, nix gut diese. Was ist los hier? Senora! Biatch! Ob ich Sie wohl mal frage, ob es von Ihrem Job gut ist, wenn man zelebral entkernt ist, aber das wird Sie nicht verstehen. Sales del cubo de la basura, puta madre! Sie sind immer noch da. Mal gucken, wie lange wir das noch spielen können. Senora! Kriminal! Hola!
Hola, ¿cómo estás? Me llamo Rakesh. ¿Dónde des India? Hello. Hindustan, nicht India. Ja, ich schmeiß sie da mal raus, oder, Freunde? Möchte noch jemand was sagen? Lass sie doch laufen, lass sie doch mal auflegen. Es dauert doch immer ein bisschen. Sie wird bald auflegen, wenn sie merkt, dass sie kein Geld kriegt. Ich hätte das ja nach 5 Minuten schon geschnallt, aber man soll ja nicht von sich aus andere schließen. Ja, du bist halt auch nicht zelebral entkernt. Ich will zurück in den roten Raum. Ja. Oh, ich mag das mit diesen Kratess, aber die hat hier wirklich alles mitgemacht, ne? Ja. Jetzt ist sie raus. Ah, das hat Spaß gemacht. Hallo. Da ist sie wieder, Natascha. Ja, Natascha hier. Ja, was so, geht? Schatzilein, kannst du mir den Link schicken? Ich möchte dieses Video sehen. Ja, kann ich dir bei Instagram schicken. Per E-Mail bitte. Nein, per Instagram. Per E-Mail lieber. Instagram. Und ich schicke dein Leben. Bitte per E-Mail. Du kriminelles Stück, du. Ich mache hier die Regeln. Kriminell bist du, ein Scheiße bist du. Du aber bist... Natuscha, wie willst du denn ficken? Du hast doch gar keinen Schwanz. Wie willst du denn ficken? Weg ist sie. Ich fick dein Leben. Das war doch jetzt nochmal ein schöner Abschluss. Danke, Natascha. Hoffentlich hast du das Video nicht gefunden.